Wenigstens habe ich das Bett voll. Zwei Zähne weniger. Begeben wir uns wieder zu Alex, wo wir gleich mit unserer Büchse Bett voll angeben. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Kalypsos Zauberladen ist? Ja! Ein einfaches Nein hätte gereicht. Tor. Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon. Fliehen oder so etwas. Dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Wie war's mit dummen Sachen machen? Bist du wirklich Long John Silver? Hey Mann, wo hängt's denn? Wann gibt's hier was zu essen? Ich habe Hunger. Ihr kennt mich inzwischen. Ich habe wirklich so langsam Hunger, also bald gibt's eine Aufnahmepause. Wann gibt's hier was zu essen? Ich habe Hunger. Du brauchst kein Essen da, wo wir hingehen. Ich gehe nirgendwo hin. Da liegt eine Verwechslung. Halt's Maul. Noch ein Wort und Was und? Geh mir nicht auf den Wecker, klar? Aber, ich wollte doch noch so viel fragen. Dieser Typ hat echt miese Manieren. So, wie angedroht, ich habe Hunger. Wir haben ein Muskelpaket, das aussieht wie Mr. T. Vom A-Team und... sonst... ein Totenkopf. Er trägt eine Augenklappe. Mitnehmen. Solange ich in Ketten liege, komme ich da nicht ran. Die Kette ist lang genug, Simon. Diese billigen Ausreden immer. Er ist mit Goldketten behängt und sieht aus wie aus einer Fernsehserie. Sag ich doch, Mr. T, get some nuts. Aber mal googeln. Mr. T, get some nuts. Ich könnte es mit Magie versuchen. Das wär's. Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Benutze... ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Animationsfehler. Pokus, aber la poch. Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben. Schade. Echt schade. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr kämpfen müssen, um hier rauszukommen. Also, ich speichere. Und wir sehen uns in einer neuen Aufnahmesession wieder. Tschüss!
Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Classic Games mit einer neuen Aufnahmesession von Simon the Sorcerer 2. Wie ihr seht, sind wir inzwischen wieder zurück auf der Anfangsinsel und nur noch ein Skelett, das müde am Boden liegt. Ersteres hat den Hintergrund, dass ich mich wirklich geärgert habe, dass wir gleich auf Anhieb die Ketten gesprengt haben und deswegen während des Schnitts der letzten Folgen nochmal bis hierhin gespielt habe. Zweiteres liegt daran, dass ich Simon eine relativ große Weile nicht bewegt habe und er deswegen gestorben und zum Skelett geworden ist. Sobald wir uns aber bewegen, um die Dose Bedful abzugeben und entführt zu werden, wieder mal zum zweiten Mal in diesem Spiel, werden wir wieder reanimiert und zu Fleisch. Ja. So, da wir inzwischen keinen Hunger mehr haben, werden wir etwas anderes fragen. Bist du wirklich Long John Silver? Natürlich bin ich Long John Silver. Ich trage eine Augenklappe und das alles. Und ich habe sogar den Papagei hier auf meiner Schulter. Wenn du wirklich Long John Silver bist, wer schrieb dann die Schatzinsel? Hans Christian Andersen, oder? Nein, es war Robert Louis Stevenson. Warum soll ich meine Zeit mit dir verschwenden? Und uns ist aufgefallen, er trägt keine Augenklappe. Dem habe ich's aber gegeben. Gut, Simon, also, wir schauen uns alles einmal in Ruhe an. Nochmal oder nicht nochmal, ich weiß es nicht mehr. Er trägt eine Augenklappe. Die Kette können wir nicht anschauen. Er ist mit Goldketten behängt und sieht aus wie aus einer Fernsehserie. Können wir auch schon. Und jetzt? Entschuldige bitte. Sei still, Dummkopf. Ich denke nach und ich hasse es, wenn ein Dummkopf redet, während ich nachdenke. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Du kannst denken. Wie nennst du ihr Dummkopf? Wo ist Murdoch und Hannibal? Letzteres ist eine Anspielung aufs A-Team. Du kannst denken? Ich sagte, du sollst still sein. Ich arbeite gerade einen Fluchtplan aus. Brauchst du Hilfe? Sagst du ihn mir, sobald du einen hast? Du hast Glück, ich bin der königliche Hofzauberer. Kannst du nicht schnell einen Panzerwagen aus 3 Eierschachteln basteln? Kannst du nicht schnell einen Panzerwagen aus 3 Eierschachteln basteln? Ich habe leider kein Schweißgerät zur Hand. Und das war auch MacGyver. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Glauben ist nicht wissen. Dann nehmen wir den Totenkopf. Solange ich in Ketten liege, komme ich da nicht ran. Stimmt, da war ja was. Und nun probieren wir wild herum. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, Aberlapoch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben. So, richtig gelohnt hat sich das nicht, nochmal bis hierhin durchzuspielen, aber ihr habt immerhin 1-2 andere Dialoge gehört. Ich nehme nur die Augenklappe, wenn's recht ist. Hätte ich nicht nochmal bis hierhin durchgespielt, hätte ich mich nämlich das ganze Spiel über geärgert, dass uns etwas entgangen ist. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Doch, du willst doch bestimmt angeben, dass du jetzt ausgebrochen bist. Okay. Sonst sehe ich hier nichts mehr.